Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist eine ganz besondere Specialbox bei mir eingetroffen. Die habe ich mir bei Depot online bestellt und sie ist einfach riesig. Ne? Also die ist echt groß. Ich weiß gar nicht, kriegst du kaum ins Bild. Also wenn du Bock drauf hast, dieses Schätzchen mit mir zusammen auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diese Box hat mir tatsächlich mein Freund gezeigt. Hat gesagt, hey Claudi, guck mal, da gibt's eine neue Box. Willst du dir die nicht vielleicht mal anschauen? Klar. Sage ich nicht, nein, ich liebe Deko. Dass sie aber so groß ist. Ich hatte das auch auf Instagram geteilt. Folge mir da gerne. Ich heiße A.I.D.W.I.K.P. Das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja. Und hier ist die Box und ich will jetzt reingucken. Und mein Freund sagte auch eben schon, ich hatte eben die Luxury-Box erst abgedreht und er sagte, hast du schon die Depot-Box aufgemacht? Ich sage, nee, noch nicht. Ist auch schon ganz gespannt. Ja, ich mache sie mal eben auf. Ich stelle die mal eben auf den Boden, ne? Denn ich glaube, das ist die Box und da ist keine separate Box drin. Und somit ist es, glaube ich, echt die größte Box, die ich hier je auf meinem Kanal gezeigt habe, oder? Oh mein Gott. Wohnen wie andere Urlaub machen. Das scheint das Heftchen zu den Produkten in der Box zu sein, oder? Nee, das ist, okay, das ist das Vieh, was bei Depot, bei Online-Bestellung scheinbar immer mit dabei ist, denn da ist die Rechnung drin. Ja, habe ich übrigens auch selbst bezahlt. Ja, das Einzige, was ich damit quasi noch gratis dazu gekriegt habe, sind Payback-Punkte. Das ist, glaube ich, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das Warten hat ein Ende. Unsere neue Deko-Wunderbox ist endlich erhältlich. Ach so, gibt es da mehrere von? Das ist das erste Mal, dass ich die sehe. Wünschen Sie sich auch jedes Jahr... Ach so, eine Frage. Wünschen Sie sich auch jedes Jahr, dass der Sommer nie vorübergehen möge? Dann halten Sie ihn doch einfach fest mit unserer neuen Deko-Wunderbox Ocean Memories. Auf dem natürlichen, schönen Deko-Tab... Ach so, oh nein, das wollen wir gar nicht lesen, weil da steht ja, was da drin ist. Oh, Preis, schwierig. Also, was das nachher wert ist. Es ist aber eine Box für, ich glaube, 29,99 gewesen. Ja. Papier. Papier. Da ist ja nur Papier drin. Noch mehr Papier. Ein in Papier eingepacktes Gedöns. Oh, da sind Preise drunter. Dieses Windlicht würde normalerweise 3,99 € kosten. Und ich finde es schön. Ich mag diesen maritimen Stil. Deswegen hat mich das auch sehr angesprochen, dass quasi, ich glaube, Ocean, irgendwas war doch das Motto, ich habe es eben vorgelesen, Ocean Memories, finde ich super. Ich fahre unfassbar gerne in Urlaub an die Nordsee oder an die Ostsee. Und da hole ich mir in diesen Dekoläden auch immer solche Produktdinger. Und ja, das kostet normalerweise 3,99 €. Und da haben wir schon mal eins mit dabei. Voll schön, ne? Das ist so etwas Besonderes. Mir gefällt es richtig gut. Mag ich leiden. Dieses Palmding soll 3,99 € kosten laut Etikett. Okay. Schick. Noch ein Päckchen. Das ist alles so eingepackt. Ich glaube, ich zeige euch nicht mehr die Päckchen. Ich zeige euch nur, was in dem Päckchen drin ist, ne? So, mach wieder. Nein. Also in diesem extrem voluminösen Verpackungsding war, halte dich fest, ein Teelicht drin. Oh, ein Teelicht! Ich raste aus! Ah. Menno, ein Teelicht. Leute, das ist ganz schön viel Verpackung für ein Teelicht, oder? Oh, das ist jetzt etwas schwerer. Das ist Sand. 605 Milliliter, kostet normalerweise 2,99 €. Und ja, der Sand ist einfach gerade überall. Also das hat nicht ganz dicht gehalten, der Sand. Dieses Potpourri oder so, weiß ich nicht, würde 3,99 € kosten. Das ist so maritime Dekoration, würde ich mal so sagen. Also dieser Müllberg neben mir wächst und wächst gerade. Riesengroße Miesmuscheln, die würden normalerweise 2,99 € kosten. Die nehme ich mal raus aus ihrer Verpackung. Ich meine, gut eingepackt ist alles, ne? Dann kommt es auch heile an. Also ganz schön viel Verpackung, Leute. Ganz schön viel. Die sind aber schön. Die ist aber nicht ganz heile mehr.
Also die ist ganz heile, die etwas kleinere. Die ist wunderschön auch von innen, ne? Das mag ich auch gerne leiden. Von außen ist es auch so ein leicht lila Produkt. Und hier ist es ein bisschen abgesplittert, da oben. Das sieht man auch, ne? Ansonsten, ja, Miesmuscheln sind das nicht. Ich habe keine Ahnung. Das sind aber wohl echte Muscheln. Würde ich jetzt so sagen, oder? Und das da drin scheint eher eine Klebefläche zu sein. Oder muss das so? Weiß ich nicht. Es riecht aber nach Meer. Oh, riecht gut. Aber nur dezent, ne? Aber ich mag das. Noch mehr Papiermüll. Also langsam ist er doch ganz schön viel. Ein Tablett, was normalerweise im Laden, so wie es draufsteht, 12,99 Euro kosten würde. Und ich glaube, ich muss das alles jetzt einmal zusammenfügen, ne? Ich füge es zusammen. Moment. Und zusammengesetzt sieht das so aus. Ich habe jetzt nicht alles aus dem Potpourri verwendet, also so ist es dann quasi von Weitem. Ich habe ein bisschen Angst, das zu kippen, nicht, dass der ganze Sand mir rausfliegt. Jo, also, wir haben quasi unten drunter das Holzding, also quasi das Tablett, wo das Ganze ja drauf ist. Dann habe ich komplett den Sand da reingefüllt und das dann mit den einzelnen Sachen bestückt. Ich habe hier oben diese, ja, das sind ja keine Miesmuscheln, ne? Aber diese Muschelviecher habe ich da reingemacht. Überall verteilt habe ich das Ganze von den Potpourri dann. Ich weiß gar nicht, wie heißt das denn, diese Ansammlung von Sachen. Ja, dann habe ich hier das Teelicht mit dem Teelicht drin natürlich. Und hier an der Seite habe ich dann auch tatsächlich das Deko-Blumenvieh reingemacht. Und ja, hätte ich noch mehr von diesen Potpourri verwendet, wäre das wahrscheinlich etwas überladen überladen gewesen. So, so finde ich das eigentlich ganz nice. Also schön finde ich es allemal. Das auf jeden Fall. Hätte ich mir das, wenn ich das so im Laden stehen sehen hätte, gekauft für 29,99 €? Ich glaube nicht. Aber ich finde es dennoch schön. Und es wird sich auch sehr schön bei uns in der Wohnung einfügen. Ich weiß nicht, vielleicht im Hintergrund oder so. Nee, da brauche ich die Stellfläche. Ich denke, dass ich das irgendwo in der Wohnung aufstellen werde. Schön im Badezimmer oder im Wohnzimmer kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Also ich habe im Prinzip noch 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Kugeln, die man dann halt auch nochmal anderweitig irgendwie verwenden kann. Ich weiß gar nicht, was das genau sein soll. Weil da oben rassel ich mal. Da ist irgendwas auch drin, ne? Zum Beschweren. Ich weiß es nicht. Dann wusste ich nicht, was ich mit sowas anfangen soll. Also das ist ja irgendwie ein gerolltes Blatt oder sowas. So Treibgut, da habe ich noch 3 Stücke von. Das habe ich jetzt auch nicht verwendet. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich das auch jetzt nicht irgendwie dekorativ finde oder so. Vielleicht so hinstecken, so als Pfeifenviecher. Keine Ahnung. Dann habe ich noch ein bisschen was von diesem Holztreibgut über. Achso, hier, guck mal, noch so ein Pfeifenvieh. Also ein größeres Holzstück, wo auch irgendwie Blüten dran sind. Auch eigentlich ist es zu schade, um das nicht damit reinzupacken. Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwo untergebracht kriege und dann noch so kleinere Holzstückchen. Dann habe ich noch eine Blüte über. Ich glaube, dass es auch echt Naturprodukte sind, die jetzt einfach dann verwendet wurden, um da halt dieses weiße Zeugs, die weiße Farbe drüber zu machen und die dann haltbar gemacht wurden und man das so halt verwenden kann. Also, ne, das denke ich, ja klar, wie willst du sonst sowas herstellen? Ich glaube, das ist einfacher, ein Naturprodukt dafür als Grundlage zu nehmen. Ja, und dann habe ich noch 2 Schnüre, 2 Taue. Ich kann jetzt keinen Seemannsknoten, ne? Wenn man einen coolen Seemannsknoten könnte, dann wäre das natürlich eine coole Geschichte, um das auch noch irgendwie mit reinzubringen. Ja, aber das habe ich halt über. Wir gucken jetzt mal, wo wir alles aufgebaut haben, was sich der Autor dabei gedacht hat. Auf dem natürlichen schönen Dekotablett aus edlem Blau Glockenbaum können Sie sich jetzt Ihren eigenen kleinen Privatstrand schaffen, an dessen Anblick Sie dann das ganze Jahr lang Freude haben werden. In Kombination mit dem Farbsand, dem Muschelpotpourri, wirklich Potpourri, ne? Merkst du wohl. Den 2 großen Muscheln, die haben keine Namen, sowie der bezaubernden Tillandsi und dem kleinen Teelichtglas. Was ist Tillandsi? Ach, das ist die Tillandsie, das ist dann wahrscheinlich die Blume gewesen, ne? Und dem kleinen Teelichtglas inklusive eines Teelichts entsteht so ein maritimes Arrangement in charmanten Farbtönen, das sich in jeden Wohnstil geschmackvoll integrieren lässt und einen Hauch von Urlaubsfeeling verströmt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Deko-Wunderbox, Ihr Depot-Team. Na guck. Ach so, wenn dir jetzt theoretisch der Inhalt nicht gefallen würde, kannst du die komplette Box zurückschicken. Das heißt, du nimmst dir das ganze Potpourri, packst das wieder in die
Masse an Müll, die neben mir liegt, und packst es wieder zurück in diesen riesen Karton und bringst es zu Depot. Gut, dann kriegst du die Monitas halt auch wieder. Aber naja, ich behalte es jetzt. Es animiert auf jeden Fall mal dazu, was Neues auszuprobieren. Das auf jeden Fall. Hat mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so von den Socken gehauen. Ich dachte eigentlich bei dieser Box, dass du so unterschiedliche Deko-Elemente dann da quasi bekommst. Also nicht zum als Baukastenprinzip, ne, dass du quasi am Ende so ein Ding hast, sondern dass du, keine Ahnung, einen Bilderrahmen und ein bisschen hier, ein bisschen da. So, ne, solche Sachen hatte ich eigentlich dran gedacht. Aber so finde ich es eigentlich auch von der Idee her ganz cool, weil du dann so eine DIY-Geschichte bekommst, wo du dich selber halt mit glücklich machen kannst. Ja, ja, ihr merkt es, ne? Ich bin jetzt nicht voll von der Sorge. Werde ich mir die nochmal kaufen? Nein. nee, das nicht. Da, nee, kaufe ich mir dann lieber das im Laden, was ich dann auch wirklich haben möchte, ne? Dennoch, ja, war mal eine schöne Geschichte, das ausprobiert zu haben, wird auf jeden Fall seine Verwendung bei uns finden. Aber, naja, einmal reicht dann auch. Aber ich blende dir trotzdem hier mal den kompletten Wert der einzelnen Produkte ein. Da bin ich auch gespannt, ob das wirklich 29,99 € wert ist. Bin nämlich noch sehr skeptisch. Ja, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!